als ich, Abercrombie Smith, wegen Mordes verhaftet werde, soll dies, was ich hier im Folgenden niederschreibe, gleichwohl als Erklärung und Rechtfertigung dienen. Ich schwöre bei allem, was mir wert und teuer ist, dass jedes Wort wahr ist. Alles nahm im Mai 1884 seinen Anfang. Es war mein erstes Jahr als Medizinstudent am College in Oxford. Ich war froh, durch gute Beziehungen von Anfang an eine Bleibe direkt am Campus gefunden zu haben. In einem kleinen, nicht mehr für Unterrichtszwecke genutzten Seitenflügel waren vor vielen Jahren bereits 3 Studentenquartiere eingerichtet worden. Mein Schulfreund Jeffro Hasty hatte vor 2 Jahren dort einige Zeit gewohnt und empfahl mich freundlicherweise. Es war recht komfortabel, dort zu wohnen. Jede der 3 Wohneinheiten verfügte über ein eigenes Arbeitszimmer mit Kamin und einen kleinen Schlafraum. Bestens versorgt wurde man von einem Diener, Thomas Stiles, einem netten alten Kerl. Eines Abends besuchte mich Jeffro Hasty dort. Möchtest du einen Whisky, Hasty? Schottischer ist in der Karaffe und irischer in der Flasche. Bedien dich ruhig. Nein, danke. Ich bin im Training für das nächste Bootrennen. Aber ich gieße dir gerne etwas ein, wenn du einen möchtest. Leider muss ich auch passen. Ich darf meine Nase nämlich nachher noch einige Stunden in die Anatomiewälze da drüben auf dem Schreibtisch stecken. Ein klarer Kopf scheint mir da wohl mehr als angeraten zu sein. Das sind wir doch solide. Ja, eigentlich schrecklich, nicht? Gibt Schlimmeres. Apropos, hast du mittlerweile eigentlich die Bekanntschaft deiner beiden Mitbewohner in der Etage unter dir gemacht? Nicht wirklich. Wir haben uns bloß einmal im Vorübergehen kurz zugenickt. Ich denke, dabei solltest du es auch besser belassen. Meine Busenfreunde könnten sie jedenfalls nicht werden. Und so wie ich dich einschätze, deine auch nicht. William Monkhouse Lee geht ja noch, aber... Ist das der lange Dünne oder der Kleine? Der Lange. Ihn kenne ich etwas näher. Er ist eigentlich ein höflicher, netter Kerl. Leider ist es jedoch unmöglich, seine Bekanntschaft zu machen, ohne sich auch gleichzeitig mit Edward Bellingham abgeben zu müssen. Das ist der Kleinere. Ja, genau. Und ich schwöre dir, den würde man wirklich lieber nicht kennen. Aha. Ist er so lasterhaft? Frönt er etwa ungeniert dem Alkohol, dem Kartenspielen oder hat er etwa unzüchtig oft Umgang mit nicht gesellschaftsfähigen Frauen? Es muss ja etwas geradezu Furchtbares sein, denn du bist doch sonst nicht so moralisch. Ich mein's nur gut mit dir. Weiß ich doch. Entschuldige. Aber zurück zu diesem Edward Bellingham. Was hat er an sich, das so großen Widerwillen in dir erregt? Wenn du im Vorbeigehen genauer hingesehen hättest, würdest du die Frage sicher nicht stellen. Dieser Bellingham, tja, wie soll ich es am besten beschreiben? Er hat eine Ausstrahlung, die ihn irgendwie abstoßend erscheinen lässt. Wie ein verschlagenes Reptil. Ein Reptil? Ja, das beschreibt es wohl am besten. Er hat so etwas Lauerndes. Dazu diese bösen kleinen Augen, die sich oft zu engen Schlitzen zusammenziehen. Es überläuft mich, wenn ich nur an ihn denke. Dabei ist er ein heller Kopf. Er gilt in seiner Fakultät sogar als einer der Besten. Was studiert er denn? Sprachen des Nahen Ostens. Was sie betrifft, soll er geradezu ein Genie sein. Er spricht mit den Arabern, als ob er unter ihnen geboren und aufgewachsen wäre. Vielleicht ist er das ja. Ist er nicht. Dennoch spricht er fließend Arabisch mit den Beduinen, Koptisch mit den Kopten und Hebräisch mit den Juden. Nicht schlecht. Man erzählt sich außerdem, dass die Eremiten in diesen Landstrichen, die sonst für gewöhnlich auf jeden Fremden spucken, ihm, nachdem er 4, 5 Sätze zu ihnen gesagt hat, geradezu aus der Hand fressen. Ein erstaunliches Talent. Und sicherlich die reine Wahrheit. Chillingworth war einmal auf einer Forschungsreise Augenzeuge. Er sagte, er hätte niemals zuvor etwas derart Merkwürdiges gesehen. Und Bellingham ist erst im Grundstudium. Was meintest du damit, dass man diesen Monkhouse Lee nicht kennenlernen kann, ohne sich auch mit diesem Reptil Bellingham abgeben zu müssen? Man sieht eben nie den einen ohne den anderen. Wie 2 Kletten hängen sie aneinander. Sind sie... Nein, das wohl nicht. Bellingham ist mit Monkhouse Lees Schwester Evelyn verlobt. Ach. Geradezu abstoßend, dass eine solche Frau sich an einen wie ihn verschwendet. Eine strahlend weiße Taube, die sich mit einer warzigen Kröte verlobt hat. Daran muss ich immer denken, wenn ich die beiden zusammen sehe. Tja, offenbar hast du nun jeden deiner Trümpfe gegen meinen Mitbewohner ausgespielt. Und ich muss sagen, mein lieber Freund, ich bin ein wenig enttäuscht. Ist das alles? Mehr hast du gegen dein Hassobjekt nicht in der Hand?
Nun, ich kenne Evelyn schon lange und... Dachte ich es mir doch. Daher weht also der Wind. Du bist also in Wirklichkeit bloß eifersüchtig auf ihn, mein Guter. Es fällt mir eben schwer zuzusehen, dass sie sich in Gefahr begibt. Das ist alles. Und Bellingham, dieses Ekelpaket ist eine Gefahr. So viel steht fest. Wie er sie ansieht. Es überläuft mich, wenn ich nur daran denke. Oh, Hasty. Guter alter Hasty. Außerdem ist er extrem launisch. Ja, ich möchte sagen, er hat das Temperament eines wilden Tiers. Vermutlich eines Alligators. Wenn du so willst. Er ist überall berüchtigt für seine Ausbrüche. Erinnere dich nur an seinen Krach mit Long Norton. Du vergisst wie immer, dass ich mein Studium gerade erst aufgenommen habe. Das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ach ja. Es war im letzten Winter. Du kennst ja den schmalen Bootsweg am Fluss. Ja. Einige von uns gingen dort lang in Richtung Stadt. Bellingham vorne weg. Ein altes Marktweib, bepackt mit dem Kram, den sie verkaufen wollte, kam uns entgegen. Es hatte die Tage zuvor furchtbar geregnet und du weißt ja...